Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu meinem neuen Video aus der Reihe Prüfungsvorbereitung. Heute sprechen wir über die top häufigsten Fehler, die den meisten Studenten passieren bei dem Briefschreiben auf dem Niveau B2. Es geht vor allem über die Prüfung TELG Deutsch B2 und im Dezember hatte ich einen Online-Seminar von der TELG besucht, zum Thema Bewertungskriterien vom Brief, Briefeschreiben B2. Außerdem hatte ich auch im Dezember meinen Prüfungsvorbereitungskurs zum Thema Sprechen und Schreiben für die Prüfung TELG Deutsch B2. Und da habe ich bemerkt, dass die Fehler, die die Teilnehmer machen, wiederholen sich. Und aus diesem Grund entstand auch dieses Video heute. Und wenn Sie auch die Fehler aus den Fehlern von den anderen lernen möchten, schauen Sie dieses Video unbedingt bis zu Ende an. Top-Fehler Nummer 1. Natürlich die Adresse. Wir brauchen keine Adresse im Brief, keinen Empfänger und keinen Absender. Warum, wieso, weshalb, habe ich schon oft genug erzählt. Aber wenn Sie das noch ausführlicher hören möchten, hören Sie bitte das Video von mir. Wie bekomme ich 45 Punkte für den Brief TELG Deutsch B2? Den Link dazu werde ich hier hinterlassen. Der Fehler Nummer 2 ist, der Betreff fehlt komplett oder ist überhaupt nicht geschrieben. Bei der Bitte um Informationen reicht es auch, wenn Sie schreiben, bitte um mehr Informationen. Bei der Beschwerde reicht es nicht, wenn Sie einfach das Wort Beschwerde schreiben. Deswegen müssen Sie sich überlegen, wie Sie das schön formulieren können. Beschwerde wegen der Schlechtleistung oder Beschwerde wegen der verspäteten Lieferung zum Beispiel. Der Fehler Nummer 3. Falsche Anrede. Wenn in der Aufgabe schon steht, dass der Besitzer der Firma Herr Meier ist, könnte man auch in der Ansprache schreiben, sehr geehrter Herr Meier. Wenn in der Aufgabe keine Person steht, dann ist die Ansprache sehr geehrte Damen und Herren. Und dann kommt Komma und danach schreiben wir immer klein. Top-Fehler Nummer 4 passiert sehr oft bei sehr vielen Teilnehmern. Und zwar Kommasetzung, die Kommasetzung, zum Beispiel in den Weil-Sätzen und Das-Sätzen. Ich schreibe Ihnen, dann kommt Komma, weil. Ich möchte Ihnen mitteilen, Komma, das. Viele Teilnehmer setzen das Komma nach der Konjunktion und das ist leider falsch. Also Komma steht immer vor dem Konnektor, vor dem Weil, vor das. Fehler Nummer 5. Die Leitpunkte, die Sie in der Aufgabe sehen, werden oft missgeachtet und werden oft einfach weggelassen und nicht beschrieben. Ja, die Aufgabe verlangt immer 3 Leitpunkte. Entweder 3 Leitpunkte aus der Aufgabe oder 2 Leitpunkte aus der Aufgabe und 1 Leitpunkt aus Ihrem Kopf. So, das heißt, es müssen immer 3 Leitpunkte sein. So, und bei manchen ist es einfach nicht zu sehen, wo ist hier der Leitpunkt oder ist es mit wenigen Sätzen beschrieben. Meine Empfehlung für Sie ist, mindestens 3 Sätze verwenden für einen Leitpunkt.
und auch durchlesen und schauen, ob der Leitpunkt sehr verständlich auch ist, ob man sofort erkennt, ob Sie den Leitpunkt zum Beispiel Nummer 1 oder Nummer 2 beschrieben haben. Und nicht vergessen, die Leitpunkte auch richtig zu sortieren. Manchmal sind sie auch chaotisch und gemischt und hier müssen Sie sie auch logisch aufbauen. Fehler Nummer 6. Das passiert sehr oft, dass die Satzanfänge immer gleich sind. Das sollte Ihnen bei Niveau B2 in diesem Brief nicht passieren. Zum Beispiel, ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ich bin sehr mit Ihrem Service unzufrieden. Ich möchte mich bei Ihnen beschweren. Hier beginnt der Brief, die Sätze, hier beginnen die Sätze immer mit ich. Und ich habe schon in vielen meinen Videos erklärt, dass es sehr wichtig ist, die Redemittel zu nutzen. Und diese Redemittel helfen Ihnen auch, die Sätze etwas anders aufzubauen. Schauen Sie bitte mein Video, die besten Redemittel für Beschwerdebrief. Und dort finden Sie auch die besten Redemittel dafür. Und nun Fehler Nummer 7. Die Satzstruktur ist immer direkt, ist zu einfach und enthält keine Nebensätze. Das ist ganz, ganz schlecht, weil wir jetzt auf dem Niveau B2 Nebensätze zeigen sollen. Zum Beispiel, ich habe einige Fragen an Sie. Was kostet diese Versicherung? Wo bekomme ich die ausführliche Information über mehr Leistungen? Hier hilft Ihnen dann mein Video über die indirekte Rede und wir können diese Sätze wunderbar umformulieren. Könnten Sie mir bitte mitteilen, was diese Versicherung für einen Vier-Personen-Haushalt kostet? Mich würde noch interessieren, wo ich die ausführliche Information über mehr Leistungen bekomme. So, nun kommen wir zum Fehler Nummer 8, Drohung mit dem Anwalt. So, bitte lassen Sie die Finger weg von den Drohungen mit dem Anwalt. Das ist jetzt nicht mehr aktuell, man schreibt es nicht und man droht mit etwas anderem. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen schlechte Bewertung oder Sie fragen nach dem Schadenersatz, weil Sie vielleicht eine andere Ware gekauft haben und diese Ware war viel teurer und jetzt brauchen Sie Schadenersatz. Fehler Nummer 9 ist, der Schlussformel fehlt oder ist falsch geschrieben. Zum Beispiel, sehr oft schreibt man freundlichen Grüßen, Grüße oder einfach mit Grüß, ja, so viele Fehler. Lernen Sie einfach mit freundlichen Grüßen und dann sind Sie auf der sicheren Seite. Danach mit freundlichen Grüßen steht kein Komma, kein Punkt. Danach kommt auch Ihr Name, der vollständige Name, zum Beispiel Elena Wermuth, aber nicht Marina oder Max oder Thomas. Ja, schreiben Sie bitte Ihren kompletten Namen zum Schluss. Top Nummer 10. Viele Teilnehmer vergessen die Nummer von der Prüfungsversion in den Antwortbogen zu übertragen. Ja, so, bitte vergessen Sie das nicht, sonst bekommen Sie 0 Punkte für den Brief. Ansonsten lade ich Sie herzlich zu meinen Prüfungsvorbereitungskursen an. Die werde ich immer auf meinem YouTube-Kanal oder auf dem Instagram oder auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen.
und alle herzlich einladen. Deswegen klickt auf die Glocke und verpasst keine neuen Videos von mir, die circa einmal oder zweimal in der Woche veröffentlicht werden. Ich freue mich auf Ihre Kommentare von diesem Video. Schreibt mir, welche Fehler machen Sie, wenn Sie Briefe verfassen? Was ist Ihre schwache Seite? Und welche Informationen bekommen, möchten Sie noch mehr von mir bekommen? Und ich freue mich sehr auf das nächste Video zum Thema Prüfungstraining mit Elena Wermuth. Tschüss!